Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Witcher 3 Blood and Wine. Wie angekündigt, Mainquest heute. Schön, dass ihr euch dazu gesellt. Ich habe mich auch schon fortbewegt. Wir sind jetzt schon bei der Herzogin und können eigentlich auch direkt in die Cutscene starten. Mein Inventar ist aufgeräumt. Wir sind jetzt wieder bei 86 nur. Dafür ein bisschen mehr Geld. Wir sind fast 60.000. Das ist in Ordnung. Wir warten auf dich. Du hältst alles auf. Ich weiß, aber ich hatte andere Sachen zu tun. Gehen wir. Ja, bin bereit. Wunderbar. Augenblick noch. Ich muss mir etwas angemessen Dezentes anziehen. Dann brechen wir auf. Hattest du schon mal mit so einem Vampir zu tun? Ja. Wie ist es ausgegangen? Hast du ihn getötet? Nö, hab ich nicht. Ich musste nicht gegen ihn kämpfen. Er hatte niemanden umgebracht. Geralt, warum läufst du weg? Hexer, komm zurück! Du musst die Herrin beschützen! Ja doch! Entschuldigung. Und hat schon jemand einen solchen Vampir besiegt? Ich kannte einen Mann, der einen Vampir besiegt hat. Getötet hat er ihn aber nicht. Das könnte nur ein anderer Vampir. Der Wagen wurde von Panthern angegriffen. Wir müssen helfen. Bleib zurück, gnädige Herren. Wir kümmern uns darum. Zurück, Bestie! Verschwinde! Wette, ihr brennt gut. Hilfe! Gewonnen, ihr brennt gut. Zurück, Bestie! Ja. Verschwinde! So, gehen wir weiter. Wenn ihr nicht gewesen wärt. Ihr wisst, dass wir gerade gekommen sind. Vielen Dank. Ihr habt uns das Leben gerettet. Und das direkt von der Herzogin höchstpersönlich. Eieiei, das ist ja eine Geschichte für zu Hause. Ja, hallo, weiterreiten? Ich habe hier gerade wieder Autofunktion hier nach dem Motto, reite doch den Weg lang und dann einfach stehen bleiben. Gut. Das Beste in ganz Toussaint. Der Betreiber ist ein alter Winzermeister, Fabrizio. Kann man ihm trauen? Er hat den Posten seit Jahren. Bislang gab es keine Probleme. Sag mir, was du denkst, Geralt. Wie ist der Sangreal auf das Papier gekommen? Ist jemand auf dem Weingut der Erpresser? Geralt, warum läufst du weg? Nicht so schnell, Plätze. So eskortierst du die Herzogin? Was denkst du dir eigentlich? Hauptmann, wir haben keine Zeit für solches Geplänkel. Und du, Hexer, halt dich von nun an in der Nähe. Oh, wow, jetzt hat sie mich noch angepöbelt, weil ich... Hauptmann de la Tour. Wir weil ich 2 Meter hinter ihr war. Besucher aus dem Palast erwartet. Wie steht es denn am Hof? Du hast zweifellos vom Biest von Beauclair gehört. Wir haben alle Hände voll zu tun. Erst recht, da die Kreatur zuletzt in den Palastgärten angegriffen hat. Der gnädigen Herrin ist doch nichts widerfahren. Nett, dass du fragst, Meister Fabrizio. Ich bin wohl auf. Gnädige Herrin, man hat uns nicht informiert. Ich lasse sofort den Salon vorbereiten. Das ist nicht nötig. Wir sind nicht offiziell hier, wie du siehst. Natürlich. Darf ich fragen, was dich zum Castel Ravello führt? Dies ist eine Inspektion. Wir haben Fragen. Du wirst sie beantworten. Und wer bist du, Herr, dass du so mit mir sprichst? Das ist Geralt von Riva, ein Hexer. Er ist auf meinen persönlichen Wunsch in Toussaint. Und das heißt... Also, ich erwarte, dass du ihm mit äußerstem Respekt begegnest.
Natürlich, gnädige Herrin. Hast du gehört, Hexer? Fabrizio wird dir gern jede Frage beantworten. Reden wir über Sangreal. Ich stehe zu Diensten. Der Sangreal. Wie viele Arbeiter haben Zugang dazu? Eigentlich nur ich. Du machst den Wein ja nicht alleine. Hier sind doch noch mindestens ein Dutzend Arbeiter beschäftigt. Ich sehe, du verstehst nicht viel von der Winzerei. Trauben haben einen langen Weg vor sich, bis sie zu Sangreal werden. Die Arbeiter unterstützen mich nur bis zu der Fermentierung. Die Mazeration überwache ich alleine. Niemand kommt in die Nähe der Fässer. Beim Abfüllen helfen mir die Arbeiter wieder, aber dann versiegle ich die Reifefässer persönlich, jedes einzelne. Der Wein wird im Keller gelagert und reift. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, haben wir Sangreal. Und nur ich habe den fraglichen Kellerschlüssel. Wer bringt die Fässer zum Palast? Wir haben eine eigene Garnison. Wachen, die seit Jahren Dienst tun und mit ihrem Kopf für den Wein gerade stehen. Mit Fragen kommen wir nicht weiter, das sehe ich. Zeitverschwendung. Gnädige Herrin, wie soll ich das verstehen? Meister Fabrizio, wir haben Beweise dafür, dass jemand sich unerlaubt einer Menge Sangreals bemächtigt hat. Und das bedeutet zweierlei. Entweder lügst du uns frech ins Gesicht, oder du hast dir den Wein unter der Nase wegstehlen lassen, ohne es zu merken. Verantworten wirst du dich auf jeden Fall. Aber... Sei still und hör zu. Ich werde die Fässer persönlich inspizieren. Das gibt dir Zeit zum Nachdenken. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich Antworten. Sag, wo wird der Sangreal gelagert? Keller, hat er doch gesagt. Im Hauptkeller. Um die Ecke. Ich zeig ihn dir. Ich finde ihn schon. Gib mir den Kellerschlüssel und warte hier. Natürlich, gnädige Herrin. Hier ist er. Komm, Hexer. Eieiei. Ich soll ja nicht weglaufen, ne? Also schön dran kleben bleiben. Am besten sie einfach dauerhaft berühren. Fabrizio den Vampir erpresst. Hast du dir das überlegt? Er hat seine Schwächen, aber sowas würde ich nie von ihm erwarten. Er ist sehr loyal. Er verdankt mir alles. Sein Vater hat das Familienvermögen durchgebracht. Sein Sohn hat nichts als sein enzyklopädisches Wissen über Wein geerbt. Fabrizio hat als Bettler gelebt, bevor ich ihn zum Sommelier auf Castel Ravello gemacht habe. Seitdem kann er erst seine wahren Fähigkeiten einsetzen. Geh zum Kommandanten. Mach mal die Tür wieder zu. Also, wo fangen wir an? Sehen wir nach, ob alle Fässer da sind. Hier ist ein Bestandsbuch. Lies das Weinregister. Klar. Das Winzerprotokoll. Fermentierung komplikationsfrei abgeschlossen. Anstich über Druse. Hier, Abfüllung. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung und sauber dokumentiert. Dann müssen wir die andere Spur verfolgen. Benoit sagte, beim Flecken handele es sich um einen 1269er Jahrgang. Tja, an den Fleck, ich fass es nicht. Uiuiui. Ah, hab gefunden! Hervelus, den mag ich, schön trocken. Hervorragender Wein, du hast Geschmack. Ja gut, der Jahrgang hat gestimmt, aber... Ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Auch 1269. Est. Diesen Wein kennt ja nun wirklich jeder. Ach, gehört zu den besten Weinen der Welt. Castel Ravello ist dafür berühmt. Welcher Jahrgang? Fiorano. Rittersporn ist ganz wild darauf. Ach ja, sein verwöhnter Gaumen. Hier drüben ist Pomino.
Na, ich glaube, jetzt haben wir ihn. Mein Controller kurz vibriert. Ne, 1270. Warte mal. Falscher Jahrgang. Jahrgang 1270. Das ist der falsche Jahrgang. Such weiter. Auf den Jahr genau. Aufgrund von einem Fleck auf dem Papier. Ha. Will nicht Mosern halte ich aber irgendwie für unwahrscheinlich. Ja. Die wissen schon, was sie tun. Da! Ja. San Real. Das Fass ist von 1268. Mal gucken, ob das jetzt 1269 ist oder es gar nicht existiert, der Jahrgang hier. Ha. Hier, 1269. Und nun? Sehen wir nach leeren Fässern. Willst du sie anstechen? Fürs Erste reicht es, wenn wir klopfen. Wenn es hohl klingt, sind wir fündig geworden. Das rechts ist doch nur ein Deckel. Das hier ach nee, ist das ist das Wappen. Voll. Voll. Das hier ist auch voll. Ich glaube, wir sind an den Fässern. Das ist okay. Voll. Hierhin war sie doch eben schon, ne? Das hier ist auch voll. Sieht aus, als wären alle Fässer voll. Sackgasse, fürchte ich. Voll sind sie schon. Aber ist auch San Real drin? Nimm einen Hahn und einen Hammer. Wir öffnen sie und probieren. Fertig. Wir können anfangen. Na, habe ich ja unterwegs schon gefunden, ne? Ist das geil, erstmal beitreten. Und? Diese Gewürznoten, einmalig. Das ist Zangreal. Okay. Da trinken wir aus dem nächsten. Vielleicht ist er umgekippt. Unmöglich. Das ist kein Wein, sondern übler Unrat, der nie ein Fass von innen hätte sehen sollen. Es kann kein Zufall sein, dass er trotzdem in einem Fass ist. Meister Fabrizio, mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Oh. Meister Fabrizio, ich bin sehr enttäuscht. Aber gnädige Herrin, ich... Du bist einen Schritt davon entfernt, den Kopf zu verlieren. Sag die Wahrheit, dann behältst du ihn vielleicht. Ich gestehe alles. Ich habe ein Fass Sangreal verkauft. Bitte, vergib mir. Warum hast du das getan? Ich konnte nicht widerstehen. Sie haben eine abenteuerliche Summe gezahlt. Da bin ich schwach geworden. Eine abenteuerliche Summe? Nicht genug? Ich wollte unseren Familiensitz zurückkaufen. Das hier gehört mir nicht. Gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und genug zu essen, aber was ist ein Edelmann ohne eigenes Land? Ich werde alles sagen, aber bitte erweise mir Gnade. Wem hast du den Wein verkauft? Vor ein paar Wochen hat ein reicher Edelmann mich in der Fasanerie angesprochen. Er behauptete, Diplomat zu sein und Verbindungen zum Hof zu haben. Verbindungen zum Hof und dem verkaufst du den Wein? Er schlug mir ein gemeinsames Unternehmen vor. Er hatte Kunden, die schon für einen Tropfen Sangreal ein Vermögen hinblättern würden. Er wollte als Mittler fungieren. Wie heißt der Mann? Das hat er nie gesagt. Er war groß, schwarzhaarig und sprach mit Akzent. Behauptete, aus Zintra zu stammen. Herr Kaiser, ich habe keinen Edelmann aus Zintra am Hof.
Hast du wirklich geglaubt, das fliegt nicht auf? Ich war ein Idiot. Ich bitte dich, gnädige Herrin, vergib mir. Wäre nicht eine Lösung gewesen, dieses Fass, das er verkauft hat, also das so zu machen, wie er hat, und dann statt dem Fass da reinzumachen bei einer Lieferung, es irgendwie fallen zu lassen, damit es und als Verlust wegzuschreiben oder so? Naja, egal. Und wie wurde der Wein übergeben? Wir haben uns im Schutze der Dunkelheit in den Ruinen von Foastre getroffen. Ein Dutzend Männer kamen zur Abholung. Bewaffnete. Die Sorte, die nach Ärger riecht. Ich brachte ein Fass, das sie auf einen Wagen luden, und dann trennten sich unsere Wege. Das ist alles? Da hast du sie zum letzten Mal gesehen? Naja, vor ein paar Tagen traf ein Bote ein. Er sagte, sie wollten ein weiteres Fass kaufen. Und Das habe ich bereits für die Lieferung vorbereitet. Eieieiei. Das reicht. Wir wissen, was wir wissen müssen. Wir können ein Boot abfangen. Ich flehe dich an. Vergib mir. Geh mir aus den Augen. Hauptmann, lass Meister Fabrizio in den Kerker bringen. Er muss sich für sein Verbrechen verantworten. Hochverrat. Und was jetzt, Hexer? Also ich würde ja den Boten abwarten. Wir stellen eine Falle. Wir müssen die Weindiebe fangen. Der Edelmann aus Zintra könnte der Erpresser sein. Ich bringe die nächste Fuhre nach Foastre. Damien und seine Soldaten begleiten mich. Ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung. Wir machen es, wie du sagst. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Los. Genau deswegen haben wir die Folge heute gestartet. Zu warten. Legen wir los. Wir brechen sofort auf und gehen in Stellung, bis du eintriffst. Du nimmst den Wagen. Wir sehen uns dort. Gut. Achtet während der Übergabe auf mein Signal. Entspann dich. Wir warten hier. Ja, die sehen nach Ärger aus. Seht, unser lieber Winzer. Der sieht nicht nach einem Edelmann aus. Aber egal. Vorteile und so, nee. Das ist er nicht. Leute, ihr brennt. Hervorragend, um genau zu sein. Jahrmarkt-Trick, Snedders! Du bist ein Jahrmarkt-Trick! Pop up. Nö. Oh, das Fass geht gleich in die Luft. Oh doch. Wenn man die jetzt einfach alle umbringt, ist nicht so schlau, oder? Wie ich einfach immer die Guten in die Luft sprenge, ne? Hervorragend!
Bilde ich es mir ein, oder hatten wir vereinbart, dass ihr auf mein Signal wartet? Das war der Plan, aber... Toller Schuss. Gut, dass du was getan hast. Ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre. Stets zu Diensten. Es war ein guter Kampf. Einen der Sträucher haben wir geschnappt. Stellen wir ihm ein paar Fragen. Los. Augenblick mal, Hexer. Ich habe mich in dir getäuscht. Ja? Naja, du hattest keinen Grund, mir zu trauen. Und ich habe nicht viel getan, um daran was zu ändern. Stimmt. Du bist nicht sonderlich charmant. Jedenfalls sehe ich, wie du dich ins Zeug legst. Ich weiß das zu schätzen. Gehen wir zur gnädigen Herrin. Sie wartet in der Nähe. Was? Sie ist hier? Du hast doch hoffentlich nicht geglaubt, ich würde euch die Sache alleine überlassen, wo doch jede Stunde zählt. Bringt mir diesen Gefangenen. Wir müssen ihm einige Fragen stellen. Ich kann ein bisschen mit Axi helfen. Hauptmann, du hast die Ehre. Wer hat dich geschickt? Er heißt Hund. Angeblich hat er deine Mutter gepimpert. Noch einmal. Wer hat dich geschickt? Der Geliebte deiner Oma. Er heißt... Hund? Warte. Wenn er nicht reden will, muss er nicht. Er kann sich noch auf andere Arten nützlich machen. Sicher braucht der Hexer einen Köder, um das Biest von Beauclair anzulocken. Was? Nee. Solchen Köder nehme ich nur im Notfall. Eigentlich greife ich nur im Notfall zu solchen Maßnahmen, aber in diesem Fall kann ich wohl eine Ausnahme machen. Tu, was du für richtig hältst. Er gehört dir. Hauptmann, deine Männer sollen mir ein starkes Seil holen. Es soll nicht gleich reißen, wenn man einen Mann an einen Baum aufhängt. Seil? Lebendköder. Eignet sich ideal für Monster, sofern sie den Blutgeruch wittern. Aber dafür sorge ich. Was? Nein, um Himmels Willen! Lass sie das nicht! Hör auf zu schreien. Du hast noch eine lange Nacht vor dir. Nein, lass das nicht zu! Ich rede! Wow. Die Fässer. Wo sollten die hingebracht werden? Weiß ich nicht. Hauptmann. Ich brauch das Seil wohl doch. Ich weiß es wirklich nicht. Nur Hornitz, der Anführer, wusste es. Der liegt tot da drüben. Dieser da. Das erste Fass ging zu einem Lagerhaus am Hafen. Aber wohin dieses gebracht wurde, weiß ich nicht. Das ist die Wahrheit. Ihr müsst mir glauben. Wer hat dich angeheuert? Er heißt Hund. Er wird mich umbringen. Du solltest dir lieber Sorgen wegen mir machen. Wer ist es? Komm schon, Mann, raus damit! Der Zentrier, so nennt man ihn. Ich habe ihn nie gesehen, aber ich weiß, dass er die Männer für dieses Ding angeheuert hat. Das haben sie gesagt, dass wir für den Zentrier arbeiten. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre es. Bringt ihn in den Kerker. Dort wird er auf seinen Prozess warten. Hauptmann, wir reiten in die Stadt. Sammle deine Männer und such den Zintrier. Jemand muss ihn kennen oder gesehen haben. Ja, gnädige Herrin. Ich komme in den Palast, so wie ich etwas weiß. Ich kehre noch nicht in den Palast zurück. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Der Hexer und ich warten beim Wachposten am Hafen auf dich. Okay. Auf in die Stadt. Noch ein paar Minuten. Mal eine richtig schöne Mainquest-Folge heute. Es ist spät. Entspann dich. Er kommt schon.
Ich möchte wirklich mal wissen, wie man so verdammt ungerührt bleiben kann. Unmenschlich. Nebenwirkung der Mutationen. Hexer verlieren selten die Nerven. Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Der Hauptmann scheint gut auf sich aufpassen zu können. Mag sein, aber dieser Zintria kommt mir nicht wie ein gewöhnlicher Bandit vor. Es ist ihm gelungen, herzoglichen Wein unter der Nase der Wache wegzuklauen. Wir haben nur durch einen Zufall davon erfahren. Und er hat dem Vampir die Opfer benannt. Man muss schon ziemlich von sich überzeugt sein, um ein solches Monster zu erpressen. Ich könnte auch ein Mittelsmann... Oh! Wir wissen immer noch nicht sicher, ob der Zintria hinter der Entführung steckt. Vielleicht hat er sich nur um den Weinklau gekümmert. Selbst dann hätte er den Wein immerhin an die Entführer verkauft. Das macht ihn in meinen Augen zum Komplizen. Wir müssen den Zintria finden, ob er nun dahinter steckt oder nicht. Auch wenn er nicht dahinter steckt, könnte er doch wissen, wer der Erpresser ist. Außerdem, den Auftraggeber zu kennen ist eins. Dann wüssten wir immer noch nicht, weshalb... Da kommt jemand. Hauptmann, warum kommst du so spät? Wir haben dich vor Stunden erwartet. Dieser Zintria arbeitet nicht alleine. Wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Wir wurden von Banditen angegriffen. Es waren nicht mal wenige. Einer meiner Männer hat einen Armbruch, dem anderen ist das Knie zerschlagen. Für immer gelähmt. Und auf der Straße heißt es, auf deinen Kopf sei ein stattlicher Preis ausgesetzt, Geralt. Oh. Daran bin ich gewöhnt. Das ist nicht das erste Mal. Musst du immer... Also... Wir haben das Lagerhaus am Hafen gefunden, in das der Wein geliefert wurde. Und den Pächter dazu. Das war ein Bettler, ein Strohmann. Als wir ihn fanden, gab er gleich alles zu. Ein Mann habe ihm das Geld für die Pacht gegeben. Hatte ihn angesprochen, als er vor der Fasanerie bettelte. Dort wartete ein Wink des Schicksals auf uns. Eine Kellnerin erinnerte sich, Wein über einen Adligen verschüttet zu haben, der mit zintrischem Akzent sprach. Wie hat er ausgesehen? Ihre Beschreibung war nicht sehr aufschlussreich. Gut aussehend und mit Bart. Könnte jeder sein. Aber an seine Begleiterin konnte sie sich gut erinnern, weil sie sie kannte. Am Arm des Zintrias war Cecilia Belante. Die Sängerin? Von der habe ich gehört, sie soll sehr begabt sein. Genau die. Wir haben uns sofort zu ihr begeben. Doch sie war nicht zu Hause. Wir haben die Angestellten befragt. Ein Stubenmädchen sagte, dass Cecilia heute Abend mit einem Herrn aus Zintra verabredet ist. Sie hat ihn zu einem Empfang der Mandragora eingeladen. Was ist das? Mandragora. Was ist das? Eine örtliche Künstlervereinigung. Maler, Bildhauer, Barden und Tänzer. Nie davon gehört. Der Bund ist sehr mysteriös. Absichtlich, schätze ich. Begreift sich als exklusive Verbindung der künstlerischen Elite. Hin und wieder veranstaltet er Soirées, zu denen ausschließlich reiche Mäzene eingeladen werden. Alle erscheinen in aufwendigen Masken. Es wird getrunken und geschäkert. Schnappen wir uns den Zintria. Dazu müssen wir wohl zu diesem Empfang. Ganz meine Meinung, Hexer. Ich sammle meine Männer und umstelle das Gebäude. Da kommt kein Mäuschen durch. Kommt nicht in Frage. Wenn der Zintria tatsächlich Männer in der Stadt hat, wird er davon erfahren und uns entkommen. Ja, dann wird er auch schon wissen, dass ihr gefragt habt. Recht. Wir müssen vorsichtig sein. Am besten gehen wir hin und mischen uns unter die Gäste. Genau das werden wir tun. Wir, edle Herrin? Geralt und ich. Bei dieser Art von Gesellschaft könnte der Hexer meine Hilfe brauchen. Wo findet der Empfang denn statt? Die Mandragora hält ihre Versammlungen stets am gleichen Ort ab. Einem Anwesen in der Oberstadt. Ein nobles Viertel. Geralt, du musst dich passend kleiden. Danach treffen wir uns in der Oberstadt in der Scharlatanallee. Scharlatanallee, finde ich gut.
Cool. Erstmal hier wieder looten, ne? Aber sonst nichts zu tun. Okay. Worüber wir hier überhaupt sind, ne? Ich sollte die Sache verdoppeln. Viel Glück. Hoffentlich schnappt ihr den Bastard. Danke, danke. Oh, warte, da war noch Loot. Ich sollte die Wache verdoppeln. Da. Nur zur Sicherheit. Komm ich hier auch raus? Nö. Okay, aber dann haben wir hier, Kühne Ratte, dieser Zintria. Eine gute Main-Quest-Menge geschafft. Naja, gut, war jetzt hier wieder eher Spielfilm. Aber so ist die Main-Quest bis jetzt allgemein. Finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde das super spannend. Ach, mit Kleidung anlegen, das kenne ich doch, wenn ich bei welchen Bällen zu Besuch bin. Das ist ja in der Vergangenheit schon mal passiert, nee. Also eigentlich könnten wir dann hier oben mal die nächste Runde machen. Also hier Anschlagbrett und diese Insel hier abarbeiten. Oh ja, die Idee gefällt mir ganz gut. Ich bereite das jetzt schon mal vor. Das ist hier sogar noch besser. Das ist ja einfach die Straße runter. Wenn ich die Straße finde. Da. Super. Dann sag ich ja mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns um halt diese kleine Insel, die ich da eben kurz umrandet hatte mit dem Cursor. Irgendwelche letzten Worte? Okay. Habe ich den Hund gerade schon wieder umgebracht? Ja, Mann, Tix. Warten, Tat. Jetzt bist du dran, Mörder. Oh! Hässlicher Tiermörder. Hm, die sahen nicht aus, als wären sie von hier. Damien hatte recht. Man macht Jagd auf mich. Was geht hier vor, Hexer? Entschuldigung. Falsche Taste. Auftrag für Jagd auf den Hexer. Hübsches Bild. Kann ich mir das auch irgendwo aufhängen? Wäre ja nicht schlecht, ne? Oh. Totes Huhn. Oh, verdammt. Oh, so schnell reisen. Ich freue mich gerade richtig drauf, dass wir hier wieder Mainquests geschafft haben, dann da oben. Ein paar von den Sidequests können wir bald nochmal anstoßen. Beziehungsweise ich habe mir übrigens auch die Schatzjagd mittlerweile geholt für die anderen Großmeister-Schematas. Da können wir auch wunderbar nochmal was mitmachen. Wir werden jetzt hier einmal, einfach nur, weil ich gerade Bock drauf habe, neue Markierung Eingang. Ach so! Das stinkt vielleicht. Ja, gut, dann ein Winzerauftrag zum Abschluss mal wieder, würde ich sagen. Du siehst wie ein starker Mann aus. Was gibt's denn? Ich habe ein altes Lagerhaus ersteigert. Jetzt stellt sich raus, dass es stinkt wie eine ophirische Speisekammer und laut ist wie ein Bordell in Novigrad. Verseuchte Weinlaus! Ich habe meine gesamten Ersparnisse investiert und nun traue ich mich nicht hinein. Bitte hilf mir, Hexer. Ja, klar. Was kriege ich? Ich könnte mich der Sache annehmen, solange du mich bezahlen kannst. 210? Wollen wir mal richtig gierig sein? Ich fürchte, eine solche Summe kann ich nicht aufbringen. Ja gut, dann sind wir mal so nett und gehen auf 180 runter. Hab doch Gnade, Mann. Der Laden selber hat mich schon ein Vermögen gekostet. Kannst du nicht noch etwas runtergehen? Also gut. So sei es. Weil du es bist. Wir sind uns handelseinig. Ich kenne sie zwar nicht, aber ich verstehe dein Problem. Ich sehe mir das Lager. So. Let's go to töten. Was haben wir hier Schönes? Aasgestank. Nekrophagen. Jo, cool. Ihr brennt aber alle gut. Das
war's aber nicht, oder? Puh, hier stinkt's. Ja, mit den ganzen verwesten Tierleichen hier. Ist natürlich klar, dass das hier ein bisschen stinken tut. Gib mir mal den Loot hier. Gehen wir mal hoch. Verwesendes Fleisch. Eieieiei. Hi! Komm, ich schaff's auch ohne Zeichen, dich zu besiegen, ne? Ja, guck mal. Siehst du? Ich kann auch richtig altmodisch kämpfen. So, irgendwie schreit meine Katze gerade hinter mir rum wie ein wahnsinniges Vieh. Warum zur Hölle bin ich ins Wasser gefallen und wo führt das hin? Ich hatte kurz Angst, dass ich gerade zu Tode gestürzt bin. Cool. Schmuck. Kann man auch halbwegs gut zu Geld machen. Okay, gefällt mir. So, gib mir das Pilzchen. Geh mal hier raus. Oh. Verwesenes Fleisch, toll. Gut. Bitteschön, gib mir mal das restliches Geld. Ist das Lagerhaus jetzt sicher? Ja, ist es. Nun, hast du dich um ein Lagerhaus gekümmert? Ja, natürlich. Das Lagerhaus steckt voller verrottendem Fleisch. Ich musste erst ein paar Ghule loswerden. Bei St. Majorans Schwielen. Und jetzt? Ist es jetzt sicher? Mhm. Aber du solltest das Fleisch schnell loswerden, bevor die nächsten Ghule kommen. Ja, natürlich. Ich werde zu Zweet einige Männer hinschicken. So. Zack, erledigt. Brauchst du übrigens irgendwas? Meine Bestände sind gerade etwas mager, aber komm in 2 Tagen wieder und das Angebot ist vollständig. Du kriegst einen Rabatt, der dich umhaut. Was hast du denn jetzt schon da? Zeig mir, was du ans... Wasser. Ich habe ein paar Sachen durchgeguckt. Raunlikör ist tatsächlich etwas, was ich gut gebrauchen könnte. Das sollte ich mir öfter jetzt mal kaufen. Bis dann. Warte, ich kann dich nochmal zu dem Lager ausfragen, ne? Der. Von wem hast du es denn gekauft? Wozu haben die Vorbesitzer das Lagerhaus eigentlich verwendet? Wieso war es voller Aas? Es hat zuvor Gottfried Norg gehört. Ja, dem Norg. Toussaints berühmtestem Schlachter. Das erklärt die toten Tiere. Jedenfalls, bis er mit seinen Saucisses à la Motard den halben Hof der gnädigen Herzogin vergiftet hat. Er ist wohl in Ungnade gefallen. Ungnade trifft es nicht ganz. Er wurde in den Kerker geworfen. Dann wurde sein Besitz konfisziert und versteigert. Ja gut, das erklärt zumindest, warum das bei. Bis dann. Den hier, wo man seine Arbeit und seine Tierkadaver hier einfach liegen lassen hat. Er war spontan anderweitig beschäftigt. So, das da ist das Ziel fürs nächste Mal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss.